Nun begrüße ich ganz recht herzlich Rolf Brockhoff hier bei mir. Vielen Bremen wird ja Herr Rolf Brockhoff bekannt sein und den Spitznamen Zoddy auch genannt. Er macht ja Musik bei den Rissenbars. Eines der besten Gitarristen, sage ich mal so, im norddeutschen Raum in Sachen Beatmusik. Und ein super, super Gitarrist. Aber heute hast du keine Gitarre mit, sondern ich habe ja was bei dir entdeckt. Und das ist diese Geige in dem Holzkasten hier noch. Das ist ja noch ein Holzkasten. Und jetzt holen wir die mal hier raus. Vorsicht. Ja, ganz vorsichtig. Ja, jetzt werden einige Leute sagen, oh toll, ich dreh die mal so ganz kurz. Es ist ein altes Stück, das sieht man. Sehr schön hier oben. Wirbel. Die Wirbel auch sehr schön gemacht. Dieser Kopf. Auch hier die Intarsien. Und ich habe ein Zettel drin gefunden. Will ich nicht verraten. Ich frage dich erstmal, wo hast du die denn her, lieber Rolf? Ja, das ist ein altes Erbstück, das jetzt zuletzt von meinem Bruder aufbewahrt wurde, eigentlich aus unserer Familie, von meiner Mutter her. Ich weiß, deine Mutter war ja eine Geigerin, nicht? Geige und Klavier hat sie gespielt, aber in den Jahren, in den allerletzten 40 Jahren hat sie da gar nicht mehr drauf gespielt. Und ich habe mich selber dafür nicht interessiert, ich habe ja Gitarre gespielt und mein Bruder hatte die auch nur eigentlich aufbewahrt. Und nach seinem, wie der jetzt verstorben ist, habe ich so seine Musiksachen bekommen und dann auch diese Geige dann, einige Verstärker und also ein Kleinkram. Ja, und jetzt, ja, ich wusste aber auch nicht, dass überhaupt ein Verzeichnet ist, nicht? Ja, ja. Also, da kann man, wenn man richtig reinleuchtet, dann sieht man da einen Klebezettel drin. Ich habe so einen ähnlichen Klebezettel schon mal irgendwo kopieren können und will den jetzt mal vor der Kamera halten. Vielleicht können das einige Zuschauer schon erraten, um was für eine Geige es sich hier handelt. Das ist hier der oberste Button. Und das, was ich da in Rot daneben geschrieben habe, ist die Jahreszahl, die ich da gefunden habe. 1639. Tja. 1639. Wahnsinniges Alter. Kann auch nicht angehen. Sieht doch richtig jung aus. Ja. Ja, Geigen muss man ja auch vor sich behalten. Nicht beschädigt. Kein Riss. Von Geigen verstehe ich auch nicht viel. Aber ich habe mich jetzt mit dieser Geige lange befasst und schlau gemacht. Und es steht drin, Steiner. Steiner, der ja 1617 geboren wurde und bis 1683 Geigen hergestellt hat. Er war fast gleichzusetzen mit Stradivari, Amati. Das sagt ja alles was. Und Steiner. Steiner Geigen sind heute sehr gesucht. Und Steiner hatte zu dieser Zeit, so ab 1683, sehr viel Erfolg mit seinen Geigen. Die Geigen, großen Geigenspieler, habe ich nachgelesen, die fanden den Klang damals, zu der damaligen Zeit, abweichend von der Stradivari-Geige. Sie hat den ganz anderen, ja, wie wir sagen würden, anderen Zaun. Ne? Anderen Zaun, ja. Ja, das haben die natürlich, so für Englisch waren die nicht. Sie hat den anderen Zaun, deswegen war die ganz groß rausgekommen und hatte auch eine super gute Qualität. Bloß, wie stellen wir jetzt fest, ob das eine wirklich echte Steiner-Geige ist? Wenn das jetzt eine echte Steiner-Geige wäre oder ist, dann hat die einen Wert, also kann ich ohne weiteres sagen, 150.000 Euro. Mehr nicht. Aber ihr seht schon kommen. Das erste Anzeichen für eine Steinergeige, dass sie eine ganz hochgewölbte Decke hat, also verhältnismäßig hohe gewölbte Decke. Ja. Diese kommt mir nicht so hochgewölbt vor. Auch der Boden ist höher gewölbt gewesen. Das habe ich alles nachgelesen. Ich bin kein Schlaumeier. Und man sollte durch diese F-Löcher in einem reingucken und auf dem anderen wieder rausgucken können. Das wäre ein Anzeichen gewesen. Kann man nicht. Aber ich kann es nicht. Dann sind wir schon mal misstrauisch. Ein bisschen verzogen inzwischen, ne? Darum sind wir misstrauisch. Und ich
habe gelesen, dass es zu 99,99% kaum echte Steiner Geigen noch irgendwo aufzutreiben sind. Einmal nach 400 Jahren sieht sie auch nicht aus, ne? Ja, nein, das würde ich gar nicht mal sagen. Ein Geiger hat ja mit seinem Instrument, du gehst ja mit deiner Fender Stratocaster ja auch immer gut um, oder? Ja, aber er ist... Naja, einmal ist er ja abgebrannt. Noch keine 400 Jahre. Ja. Und das ist so, das hat nichts zu sagen. Das ist an sich schön, das Instrument. Ich kann aber trotzdem nicht sagen, ob sie nun wirklich echt ist oder nicht. Hm. Da müsstest du mal, ja, aber es gibt keinen. Ich habe hier nachgelesen. In einigen Betrugsprozessen in Basel und Hamburg waren die größten Experten aus Stuttgart, aus London und Japan vor Gericht, doch keiner war in der Lage, eine Kopie von einer durch Herkunft verbürgten historischen Geige zu unterscheiden. Da sieht man schon, da, nicht mal da ist es möglich, das genau hinzustellen. Aber man nimmt an, in der Regel 99,99% sind alle Steiner Geigen Kopien. Ja, da muss man sich mit zufrieden geben. Ja. Wir auch. Also wir werden das wahrscheinlich nie richtig erfahren. Nee, aber es ist ein schönes Stück. Kannst du denn eigentlich Geige spielen? Nee. Ich habe mich da nie für interessiert. Wie gesagt, also war mir irgendwie zu klein und zu viel. Ja, ne? Keine Tonarten mehr, keine elektrischen dran. Nee, und so, ja. Ja. Aber kann man ja alles machen. Ja, aber ja. Schön, ne? Ist ein super Teil. Und, vielleicht einer von meinen Neffen später. Du hast mir erzählt, deine Mutter war Musikerin, Geigerin und dein Opa war ja auch noch künstlerisch begabt. Der hat ein eigenes Orchester in Berlin früher. Ja. Ja. Wisst ihr? Und da ist natürlich, alle Gene sind ja bei dir mitgebracht. Ja, total. Und ich weiß ja auch, das habe ich bei dir gesehen, wir haben ja auch schon mal gesprochen, wir müssen mal eine Ausstellung machen, denn du malst ja auch, wie heute Lindenberg malt und wie der Klaus Fuhrmann malt ja. Genau, und von den Rolling Stones, der malt auch. Malt auch und Paul McCartney fängt jetzt auch an. Ja, fängt auch an. Ja, und mal anrufen. Und dann haben wir mal ein Bild mitgebracht aus deiner Zeit, dass du auch so begabt bist mit der Malerei hier. Ein bisschen naive Kunst, kann man das sagen. Das ist eine naive Kunst, ohne Frage. Und hier ist diese Starclub-Zeit ja da noch drauf. Das sind ja, die das Beatles. Das ist Tony Sheridan Band. Ach so, ja, erzähl mal, das wäre ganz interessant. Das ist Tony Sheridan hier. Na? Und das sind... Organist, Gitarrist, Bläser waren dabei, das ist der berühmte Schlagzeuger. Ja. Du hast ja selbst auch im Schlagclub gespielt. Ja, wir haben auch also, im Schlagclub gespielt. Also, die Musikalität, wir werden mal da nochmal drauf zurückkommen und vielleicht mal so eine Ausstellung organisieren. Da sind mehrere Rockbilder. Denn ich habe gesehen, du hast voll in deinem Haus, mit diesen Bildern. Alles Mögliche. Alles so mögliche, mehrere Rocksachen. Ja. Auch Leuchttürme hast du ja gemalt. Leuchttürme. Die so verbogen die menschliche Gestalt angenommen haben. Ja, so ein bisschen auf Comic. Ja. Ja, wie gesagt, wir wollen nicht abschweichen jetzt von Geigen auf Gebilde. Das mit der Geige komme ich nicht viel weiter, aber... Ja, aber es macht nichts. Ich mach dir keine gesagt, Hoffnung, ne, die geht stell die so wieder in der Ecke. Ja, die kommen die Neffen und, dran. Und, richtig, und vererbt die weiter. Ja. Das ist dann immer ein schönes Erinnerungsstück, nicht? Ja, schön wäre es gewesen. Familie bleiben, ist ja vielleicht schon 100 Jahre in der Familie. Ja, schön wäre es gewesen, wenn ich erst 150.000 Euro sagen könnte, ja. Und die rufen jetzt hier gleich beim Sender an. Kaufe ich sofort. Ich gebe 100.000, nicht? Ja. Würdest du verkaufen, ne? Nee, glaube ich nicht. Auch nicht für 100.000? Nee. Nein. Müsste dann man zu viel Steuern selber noch mal lernen. Ja. Das kann man wir ja sind verkaufen. Wieder interessant geworden. Ja. Die muss ja in der Familie bleiben, sozusagen. Es gibt ja noch andere, die auch Musik, vielleicht ist da mal ein junger Boy oder Mädel, trotzdem, das Geige spielen will. Ne? Wenn sie nicht echt ist, kann ich sagen, dass so eine Geige etwa im Wert zwischen 300 bis 800 Euro zahlen auch die Liebhaber für so eine Kopie. Das ist schon sicher. Also das weiß ich genau. Ein paar Seiten rauben geht dann später. Ja, ich schätze, die spielt bestimmt gut. Wir beide können das ja nicht. Dann müssen wir mal einen Geiger besorgen, der sich da mal mit beschäftigt. Richtig, mal mit befasst. Ja, lieber Rolf, demnächst spielt er ja mal irgendwo wieder und dann sehen wir uns ja auch wieder. Metropol. Ich bin ja ein Fan von eurer Band. Jo, bis dann, bedanke mich recht herzlich. Dankeschön auch. Tschüss. Jo, tschüss.